Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Gaming-Reihe und zwar bin ich mit War Thunder unterwegs. Man erkennt es an der Garage, an dem Aufbau und ich werde jetzt über die Festtage, zwischen die Jahre und auch noch im neuen Jahr verschiedene Gameplays präsentieren. Heute, das ist mein Einstiegs-Gameplay, da stelle ich euch War Thunder vor, die Flieger vor und die Möglichkeiten vor und erzähle was über das Spiel. Es fällt hier auf, dass diese Flieger sehr detailreich sind. Das ist eine super Grafik, wie ich finde. Ich habe hier das Anfangsdeck der Deutschen und nicht wundern, ich habe hier bereits schon einen Anstrich drauf. Den kann man bei War Thunder auf der Seite runterladen. Man geht hier auf Individualisierung und kann hier entweder mit dem Standard-Outfit spielen oder man lädt sich die Dateien runter, kopiert die in das entsprechende Verzeichnis und dann kann man den Anstrich seiner Wahl ganz einfach aktivieren. Und zusätzlich kann man hier noch Aufkleber, die man sich erspielt hat, anbringen. Geht ganz schnell und einfach und es ist einfach mal was anderes. Es bringt etwas Abwechslung ins Spiel rein. Was gibt's noch hier? Ich habe hier die Grundflieger und kann, wenn ich das Spiel beginne, hier verschiedene andere Flieger in der ersten Reihe aktivieren, also erforschen. Momentan erforsche ich die Heinkel 112 V5. Ich könnte aber auch die Forschung umlegen auf den italienischen Flieger, den CR 42 Falco. Das heißt, ich spiele hier unten meine drei Anfangsflieger und die Forschungspunkte, die Erfahrungspunkte, wandern dann in diesen Flieger rein. Bei den Russen bin ich schon etwas weiter. Da habe ich mir hier einen leichten Bomber erspielt und auch hier einen Sturzkampfbomber und es gibt noch die Möglichkeit, alle Flieger, die nicht rot gekennzeichnet sind, Probe zu fliegen. Man geht hier auf das Flugzeug seiner Wahl. Das ist jetzt ein Premium-Flieger. Klickt die rechte Maustaste und geht auf Testflug. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich gehe jetzt mal auf meinen Bomber, den ich gern spiele. Da geht es genauso. Geht jetzt hier auf Testflug. Da kann man hier noch verschiedene Parameter ergänzen. Okay. Und jetzt komme ich auf eine Map, da bin ich allein. Da ist ein Bodenziel. Und auf dieser Map, da kann ich mich mit diesem Flugzeug vertraut machen. Ich würde jetzt nicht unbedingt einem Anfänger empfehlen, so ein Flugzeug zu erforschen und direkt damit ins Gefecht zu fliegen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Man sieht hier unten ist einmal die Möglichkeit so, mit dem Bombenziel zu arbeiten. Da ist es. Man sieht es hier. Ich will es jetzt gerade mal hier euch zeigen. Achtung, da ist jetzt ein Zelt. Bombenziel da unten und raus. Bombe ist los und wird klar anschlagen. Zack. Die Möglichkeit gibt es. Oder man geht in die Bombenvisieransicht. Mache ich jetzt gleich. So, jetzt bin ich im Bombenvisiermodus. Jetzt ist der Autopilot aktiviert. Da vorne kommt ein Bodenziel. Wir sind 1,7 Kilometer entfernt. Ich kann jetzt nochmal reinzoomen. Bombe los. Zerstört. Mit F6 gelangt man in die Ansicht vom Heckschütze. Der Heckschütze, der schießt zwar auch automatisch, man kann aber auch manuell damit einen Jäger bekämpfen. Man sieht aber auch, immer wenn
der Kreis rot ist, kann ich schießen. Wenn ich zu weit runter gehe, dann komme ich in einen Winkel, da ist die Heckflosse zum Beispiel im Weg und da kann ich nicht feuern. Also hier kann ich bis dahin schießen. Da ist wieder ein toter Winkel. Ich habe oben links den Schub. Momentan fliege ich mit 100% Geschwindigkeit knapp 300 km/h, Höhe 700 Meter. Ich werde jetzt noch einmal meine Bomben ausklinken, hier einfach in den Fluss. Man kann auf dieser Map wunderbar sich wirklich mit jedem Flieger vertraut machen und auch seine Fertigkeiten verbessern. Wir haben zwar jetzt hier nur ein aktives Bodenziel, aber es gibt die Möglichkeit hier auch einfach in der Landschaft sich Ziele rauszugucken. Da vorne, ich zoome mal hin, haben wir eine Brücke dahinter. Die fliege ich jetzt an und probiere die jetzt zu zerstören. Da ist sie. Ich muss noch ein bisschen rüber, damit ich wirklich im richtigen Winkel auf die Brücke zufliege. Ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, es kommt gut. Mache ich noch den Zoom rein. Alle 6 Bomben sind raus. Brücke ist zerstört. Ist man im Gefecht mit starkem Feindkontakt konfrontiert und hat zum Beispiel einen rauchenden Motor oder der Flügel ist zerfleddert, dann kann man auch probieren, wieder zurück an die Heimatbase zu fliegen. Ich will das jetzt euch mal zeigen, vielleicht gelingt mir's. Ich habe es zwar schon mal getestet, aber ich bin jetzt hier jetzt noch kein Profi. Man sieht, hier unten ist der Flugplatz, es ist ein Feldflugplatz. Ich werde jetzt mal die Geschwindigkeit zurücknehmen. Höhe abbauen. Fahrwerk ist draußen. Klappenlandung ist auch aktiv. Eine Höhe von 500 Meter. Ich mache die Klappe nochmal rein, schon werde ich zu langsam. So aus. Ganz sanft. Und jetzt die Bremse rein. Und man steht.
So, und jetzt kriegt man unten eingeblendet Munitionsnachladen in einer gewissen Zeit. Das kommt darauf an, wie gut die Bodenmannschaft geskillt ist. Ist man jetzt beschädigt, dann wird der Schaden auch gleich repariert. Und man kann jetzt wieder von seinem eigenen Flugplatz wieder in die Schlacht starten. Flugzeug ist beladen, Munition, also Bordwaffe sind beladen, also bestückt, und die Bombe und Flugzeug ist repariert, und jetzt geht's wieder ins Gefecht. Ja, liebe Zuschauer, das war das erste Review über War Thunder, über die Flieger. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Schreibt mir doch, wenn ihr möchtet, einen Kommentar oder hinterlasst mir einen Daumen nach oben, und beim nächsten Gameplay, dann zeige ich euch das Flugzeug oder die anderen Flugzeuge im Gefecht. Bis dahin, tschüss!